Der halbe Million Dollar Mann. Lars Seefeld, Hardy Krüger, bekommt eine Möglichkeit, seine Schulden zu begleichen. Er soll einem geflüchteten, international gesuchten Straftäter ein neues Aussehen verpassen. Schließlich ist er Spezialist für plastische Chirurgie. Wird er, um die 500.000 Dollar Schulden loszuwerden, für einen Verbrecher zum Messer greifen? Wen Lars operieren soll, erfahrt ihr oben im GZSZ-Vorschauvideo. Verpasste Gelegenheit Gerner, Wolfgang Barrow, fasst sich ein Herz. Er will seiner Tochter die Wahrheit sagen. Gerade hebt er an, um sich Mathilda, Anna Katharina Fächer, zu offenbaren, da platzt Moritz, Lennart Borchert, ins Büro. Vielleicht kam Gerner die Störung aber auch gar nicht ungelegen? Wie sagt man schließlich jemandem, dass man selbst der verhasste, totgeglaubte Vater ist? Da gibt man sich solche Mühe. Jessica, Nina Enzmann, freut sich wie verrückt auf Philipp, Jörn Schlönvogt. Nicht nur ihr Aussehen soll perfekt sein, sie plant auch den perfekten Tag für sich und ihren Liebsten. Doch der verläuft so ganz anders, als von Nina gewünscht. Wie oben im Video deutlich wird. Schon jetzt die neueste GZSZ-Folge auf RTL Plus streamen. Die ganze GZSZ-Folge von Dienstag, den 16. Oktober, könnt ihr bereits eine Woche vorher, also am 9. Oktober ab 19.40 Uhr auf RTL Plus streamen. Hier gibt's neue Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, nämlich immer 7 Tage vor TV-Ausstrahlung zum Streamen. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Con esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce niño.